So, Hallöchen Leute, wir sind in Mission 10 der Stoneshield-Kampagne. Und zwar, wie es für den A10C üblich ist oder typisch ist, sollen wir natürlich Support leisten für Bodentruppen. Die Mission wäre wirklich toll, wenn ich nicht einfach immer sofort abgeknallt worden wäre. Ich musste in der Mission also wirklich etwas schummeln. Das insbesondere, weil das wieder so eine Mission ist, wo man ewig lang anfliegt und am Ende eigentlich auch, wenn man sie ordentlich beenden will, ewig lang zurückfliegt. Und da macht es dann keinen Spaß, wenn man dann auch noch 6. oder 7. Mal probieren soll. Aber ansonsten hat es Spaß gemacht. Ich mache die Mission wieder kurz. Wie immer, ich denke, das reicht, um den Einsatz selbst zu sehen. Viel Spaß beim Anschauen. Code 7-1, Keystone. Proceed to Texas 9, marked as Steel Point 3. You are tasked to support a special ops team during their mission. Based on the data we have, there is a weapon cache in the Alcashini village. Texas 9 task is to check the village for weapons. 10 minutes ago, Texas 9 came under sniper fire on their approach into the village. They have one injury. Fortunately, it's minor. The team cannot eliminate the sniper and requests CAS. Texas 9, Keystone. Extraction is on the way. Call sign Springfield 47. ETE 15 minutes. Code 7-1, Keystone, contact Texas 9 for talk on when on station. Code 7-1, this is Texas 9. Our position is north of Nidbody. Your target is the building north of the village. I will provide talk on when you are on station. Call 7-1, Texas 9. There are two buildings with flat roofs north of the village, near the road. The sniper is in the building closest to the road. We are 400 meters south, marking our position with three green signal flares. Ihr startet quasi das besagte Schummeln. Ich weiß quasi ja bereits, weil ich die Mission mehrfach anfliegen durfte, wo die ankommenden Truppen stehen, die dann später dazustoßen werden. Die Flugabwehr, die dabei ist, die hat mich quasi bis dahin immer instant abgeknallt und deshalb schalte ich die jetzt zuerst aus. Die sind noch inaktiv, da darf man sich nicht wundern. Also so war es vom Missionsbauer wohl eher nicht gedacht. Aber was soll man machen? Ich wollte die Mission beenden und damit habe ich den Weg jetzt.
Warning, autopilot. Pull up, pull up. Hey, die Bombe schlug auch davor ein, obwohl ich schon extra ein Stück dahinter gezielt hatte. Pull up, pull up. Altitude, altitude. Hier müssen wir natürlich noch unser Hauptziel angreifen. Das war dieses flache Haus, wo vor uns der Smoke dran war. Jetzt mache ich mit einer Bombe weg.
Colt 7-1. Good hit. Good. Texas 9, stand by. We're moving in. Pull up. Pull up. Altitude. Altitude. Some good news. We have located the weapons. Team, check this place from top to bottom. I don't need any more surprises. Let's rig this place to blow and get out of here. Das ist jetzt der Punkt, wo in dem normalen Missionsablauf quasi die Fahrzeuge losgefahren wären oder sogar schon ein Stück eher und man wäre quasi sofort von dem Raketenfahrzeug da abgeschossen worden. Hier tut sich jetzt erstmal nichts mehr, man fliegt eine ganze Weile nur Kreise, weil die jetzt ganz gemütlich mit ihrem Dings bis zu den Helikoptern fahren, die die abholen. Altitude, Altitude. Altitude, Altitude. Pull up, pull up. Pull up, pull up. Wie immer kann man sich jetzt entscheiden, ob man die Mission hier beendet oder nochmal
die Maschine landet. Ich fliege natürlich wie immer zum Landen, aber ich denke mal, das ist weniger interessant jetzt für euch. Darum beenden wir hier die Mission. Vielleicht habt ihr ja hier mehr Glück, vielleicht schafft ihr die ja auf einem anderen Wege, auf dem, wie sie gedacht war. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann in Mission 11. Bis dahin, ciao, ciao.